Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge dieses schöne Unterwasserbiom gefunden. Allerdings müssen wir uns daraus jetzt mal wieder verdünnisieren. Können hier sowieso nicht so viel machen, weil wir ein kleines Problem haben. Unser Schiffchen. Verdammt, wo ist hier der Ausgang? Ist das der Ausgang? Ja, das ist der Ausgang, okay. Unser Schiffchen hält nämlich leider gar nicht so viel aus und wir können gar nicht so tief tauchen. Und das ist ein bisschen sehr schade. Ich halte das hier unten, also diese Stelle, wirklich für ein ganz tolles Biom, wo man sich so eine richtig geile Basis reinbauen könnte. Wäre schon cool. Jetzt bitte nirgends ranrammen. So. Irgendwas mag uns nicht. Von da kamen wir, dann würde ich sagen, gehen wir da weiter. Wir haben nämlich noch immer kein einziges Fragment gefunden, was uns wirklich was bringen würde. Jetzt mal. Und abgesehen von diesen komischen Schalterdingern, Leuchtetingen. Und ich glaube nicht, dass wir die so häufig nutzen werden. Jetzt hört auf, mich zu rammen, ihr Ärsche. Oh, und es ist halt schon wieder Nacht, ne? Man sieht überhaupt nichts, gar nichts. Hier könnten die geilsten Fragmente rumliegen und ich würde es nicht checken. Sie ist auf alle Fälle, man fragt. Jetzt geh doch auf, mich zu verfolgen, Mann. Geh weg. Boah, ey, der geht einem echt auf den Sack, ey. Wie groß ist denn da bitte die Aggro-Range? Ja, jetzt schwimmt er da ganz langsam rum, Mann. Geh weg. Ich will hier gucken, ich habe hier nämlich irgendwo was gesehen. Irgendwo ein Fragment gesehen. Jetzt können wir das natürlich auch nochmal suchen, ey. Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch ein Fragment gesehen. Da unten ist es, ja. Über diese Scheißviecher, ey. Das heißt, wir müssen jetzt echt schnell sein. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, ey. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Scanner ist ausgepackt. Thermal Plant Fragment. Okay, das hört sich echt geil an. Können wir auf alle Fälle gebrauchen. Und eins von drei. Jetzt nichts wie zurück. Welcome aboard, Captain. Da ist gleich noch eins. Da ist doch gleich noch eins. Nee. Cyclops Bridge Fragment? Was soll das sein? Damit schalten wir wohl die Cyclops frei, oder was? Zumindest sind wir aktuell tatsächlich hier wieder auf ein Biom gestoßen, wo es was für uns zu geben gibt, zu holen gibt. Das ist ja auf alle Fälle schon mal was wert. Dann werden wir hier noch ein bisschen rumgeiern. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwo ein paar mehr Fragmente finden. Es wäre schön. Es würde mich glücklich machen. Nee, hier ist nicht mehr so viel. Caution. Passing safe depth. Ja. Wir machen das Schiff hier noch kaputt, wenn das so weitergeht. Nee, das sehe ich jetzt aber nicht mehr viel. Doch, da. Gleich mal rausspringen. Und schwimmen wir da mal fix hin. Wow, hier gibt es ja doch so einiges zu finden. Was ist denn da hinten? Nee, hier ist sonst nur noch so Gedöns. Gedöns interessiert uns eher weniger.
Dann mal wieder zurück in unser schickes Schiffchen und wir verdünnisieren uns hier. Licht können wir abschalten. Hier ist noch ein Fragment. Ich habe irgendwie so ein bisschen die Vermutung, dass die erst so einspawnen. Kann das sein? So, jetzt haben wir die C-Mode-Upgrade-Konsole. Da fehlt uns ja dann nur noch der Moonpool. Ist aber echt die Frage, wo wir dann das bekommen. Ich habe hier doch noch mehr Fragmente gesehen. Nicht? So. Dann raus hier. Oh, nochmal ein Terminal Plant Fragment. Das ist doch sehr schön. Scan, mein Freund, scan. Dann haben wir da noch was. Scanner Room Fragment? Oh, geil. Das lohnt sich hier gerade richtig. Wir sind hier förmlich auf eine Goldgrube gestoßen, was Fragmente für coole Dinge angeht. Geil, geil, geil. Was ist eigentlich das? Das ist einfach nur Salz, dann müssen wir das gar nicht scannen. Und nochmal eine Seamoth Upgrade Konsole, hallo. Hm. Nützt uns jetzt aktuell halt einfach noch nicht so viel. Weil wir damit nichts anstellen können ohne den Moonpool. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo wir hier Fragmente für den Moonpool finden. Also ich weiß gar nichts mehr, um ganz ehrlich zu sein, von dem neuen. Was ist das denn? Ist das ein Shrimp? Geil. Sehr geil. Silbererz, okay. Gibt es hier sonst noch irgendwelche coolen Dinger, die wir finden könnten? Nee, ne? Eher nicht so. Ach doch, da ist noch was. Okay, da schwimmen wir noch schnell hin, das scannen wir. Und dann holen wir unser Schiffchen hierher. Und dann sehen wir uns da weiter um. Oh, nochmal ein Thermalplan-Fragment. Ich glaube, dann haben wir sie. Dann können wir die bauen. Ja, perfekt. Wir könnten gleich mal gucken, was wir denn dafür bräuchten. Für die Thermal Plant. Titanium Ingot, Magnetite und Lubricant, das haben wir eigentlich alles. Aber ich glaube, wir können die Sachen ja dann nicht zu uns... Ja, uns fehlt... das können wir nicht nutzen. Super. Wir hatten da ja vorher immer was gebraucht, damit wir den Strom tatsächlich zu unserer Basis ja, bringen könnten. Nein, nein, nein. Oh, echt, ey. Hier echt aufpassen wie sonst was. So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Also so ein Ding muss man dann halt irgendwo hinbauen, wo es heiß ist. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da bei uns die passende Stelle wäre. In der Nähe. Und da ist die nächste Problematik, dass wir dann eben den gewonnenen Strom zu uns leiten müssten. Das hatte ich ja mal irgendwann in einem LP auch probiert gehabt. Das hatten wir schon, ne? Gibt es halt jetzt einfach nur nochmal Titan. Schieß drauf. Schwimmen wir da nochmal fix hin. Was ist das? Nochmal Terminal Plant. Ach, egal, wir scannen es trotzdem. Wir können ja die Sachen dann immer noch wegwerfen. Was wir einfach da zu viel haben. Bleibt weg, ihr Asche. So, und das sind normale Metallfragmente, ne? Ja. Da unten ist jetzt nochmal ein Fragment. Also werden wir hier gleich nochmal rausspringen. Und zup. Na, hier liegt aber doch viel rum. Mal gucken, wenn es wieder so ein Thermalding ist. Nee, Scanner Room. Sehr geil. Das nächste Ding, was wir da hinbauen werden. Hm? Ich sag's euch. So, nochmal vom Scanner Room? Ja. Gut, das wird mal eine richtig geile Basis. Also jetzt die, die wir jetzt am Anfang gebaut haben, die werden wir natürlich irgendwann abreißen oder einfach nur so als alte Basis dort lassen. Und natürlich eine neue, bessere, schönere, tollere und so weiter bauen. Die dann auch etwas besser durchdachter konstruiert wurde. Sprich also, was das Layout angeht und die Optik. Mhm.
Ja, wir scannen das jetzt einfach nochmal. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir richtig viel Titan brauchen werden. Da kann das also nicht schaden, wenn wir davon noch genügend haben. Wie sieht es denn aus mit dem Inventar? 3 freie Plätze, das ist jetzt nicht so viel. Und wir könnten auch mal wieder was essen und trinken. Ja, das würde schon passen. Wie habe ich das jetzt weggeworfen? Oder hat er es einfach nicht gegessen? Merkwürdig. Nun gut, ja. Was gibt's hier denn jetzt noch zu sehen? Sind hier vielleicht noch irgendwo mehr Fragmente? Aktuell nichts zu finden. Ich meine, es wäre richtig geil, wenn wir die Zyklop bauen könnten. Denn sobald wir die Zyklop hätten, könnten wir zu geilen Entdeckungsrundfahrten aufbrechen. Und wir müssen jetzt mal ganz kurz das hier nutzen. Und damit schnell zurückschottern. Denn uns würde der Sauerstoff ausgehen. So, oder auch nicht. Okay, wir sehen uns hier noch ein kleines bisschen um. Vielleicht gibt es da noch Fragmente für die Cyclops, aber... Das sieht mir doch nicht danach aus, oder? Ruckel, ruckel, ruckel. Und das ist es, was ich einfach meine. Ab und an hast du so einen Einbruch und du weißt halt nicht, woran es liegt, ne? Da ist noch ein Teil. Ja, ja, geh weg. Ich will dieses Cyclops Bridge Fragment scannen. Lässt du wohl mal... Lass meine Seamoth in Ruhe, du Arsch. Oh, was müssen die immer so aggressiv sein? Ich bin hier voll der nette Typ. Ich will euch gar nichts tun und ihr fresst mich ständig an. Kackwürste seid ihr. So. Oh. Ey, geht mir halt auf den Sack. Da unten ist noch was. Das sieht nach Seamoth oder so aus. So, hat das gereicht? Verfolgt er uns? Nein, er verfolgt uns nicht. Brrr. So, was ist das? Noch ein Cyclops Bridge Fragment. Wird gerne gescannt. Oh. Ja, sehr nice. So, ich habe die Vermutung, dass wir jetzt eigentlich noch ein bisschen Lithium bräuchten, oder? Wie viel haben wir denn davon? Nicht so viel. Ja, ja, aber um unser Zeug dann zu bauen, brauchen wir Lithium. Also müssen wir da wohl noch was mitnehmen. Hm. Wir können die Cyclops bauen. Und ich hätte vielleicht so eine Boje mitnehmen sollen. Dann hätte ich hier die einzelnen Wracks nämlich markieren können. Das müssen wir, also das nächste Mal müssen wir wirklich dran denken. Das war jetzt alles ein bisschen shitty. Und, ja. Ungeplant. Inventory full, aber das ist Silber. Das kann ich auf alle Fälle auch gebrauchen. So, jetzt habt ihr es wahrscheinlich gerade wieder gemerkt, den Druckler, der hat es irgendwie nachgeladen. Also es braucht wirklich eine Optimierung. Da hinten hätten wir ein anderes Biom, das ich so noch nie gesehen habe. Da schwimmen wir jetzt auch nochmal hin. Also erstmal wieder zurück zu unserem Seamoth, zu unserer Seamoth. Und dann gucken wir mal. Ist hier eigentlich noch irgendwo noch mehr? Ich würde gerne wieder Sachen wegwerfen, aber ich bin mir echt nicht sicher, was. Wir können natürlich was trinken. Dann nehmen wir das Silbererz einfach mal mit. Das ist nur Golderz, das haben wir, glaube ich, mittlerweile mehr als genug. Welcome aboard, Captain. So. Und ich glaube, was mir hier so aufgefallen ist, ist mit der Batterie, das ist jetzt definitiv besser geworden. Als wir das letzte Mal gespielt hatten, war die Batterie ja so unglaublich schnell leer. Das ist nun aktuell gar nicht mehr der Fall. Caution. Passing safe depth.
Jo, ist ja gut. So, was hätten wir denn hier? Da ist auf alle Fälle noch Lithium. Da springe ich jetzt mal raus. Und hau erstmal das weg. Dann sack hier nochmal Lithium ein. So, da können wir noch ein bisschen vorschwimmen. Da geht alles klar. Da scheint nichts Gefährliches zu sein. Da unten liegt irgendwas. Ach so, das ist... Ja, okay. Jetzt weiß ich, was es ist. Das Biom kennen wir ja schon. Ein Cyclops Hull Fragment. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen können. Ach du Schande, ey. Wir brauchen hier noch mehr so Zeug, bis wir das bauen können? Oder wie sieht das jetzt aus? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier in die Blueprints gucken. Was können wir denn mittlerweile bauen? Ein Spätfischei, okay. Eine Kameradrohne, Computerchip, Batterieglas. Seamoth Vortex Torpedos und alles mögliche andere Zeug. Ich sehe jetzt nicht, was wir bräuchten, um tatsächlich so eine fertige Zyklop bauen zu können. Aus diesem simplen Grund würde ich mal sagen, wir scannen alles. Das kann man nicht scannen, okay. Wieder was für die Enzyklopädie. Das tut uns ja nichts, ne? Das schwimmt hier einfach nur rum und sieht gut aus. Ansonsten ist es ja ganz nett. Was haben wir da unten? Ah, Moonpool-Fragment! Na komm. Oh ja. Ganz versteckt sind die Fragmente hier. Aber wir kriegen sie alle. Ist es nochmal ein Moonpool? Nein. Power Cell Charger. Oh Mann, wir müssen zurück zu unserem Schiff. Moment. Wir müssen das jetzt mal holen, sonst kriegen wir später nämlich richtige Sauerstoffprobleme. Aber wir können so ein bisschen, ne? Oh, guck mal, da ist noch was. Oh. Ja, das müssen wir doch schnell scannen. Wie geil ist denn bitte dieses Biom? Das ist ja... Ist ja der Oberknaller. Scheint es da jeden Shit zu geben. Oh, zwei Fragmente. Gibt's aber nichts wie raus hier. Geil. Ein Power Transmitter. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Das ist genau das, was wir gebraucht haben. So, jetzt haben wir auch gleich den Power Cell Charger komplett. Geil. Da ist nochmal was. Power Transmitter. Dann haben wir den auch gleich komplett. Wahnsinn. So, das ist was. Power Cell Charger Fragment haben wir ja schon. Müssen wir nicht nochmal scannen. Wir suchen jetzt hier noch so Cyclops Hüllenfragmente. Dann können wir das hoffentlich bauen, die Cyclops. Oder upgraden oder was auch immer. Das wäre schon echt cool. Wäre das jetzt die Folge schlechthin, also was neue Entdeckungen und so angeht, dann können wir die demnächst bauen. Boah. Wenn wir zurückkommen, ey. Das ist doch echt der Knüller. Ja, da ist ja noch was.
So. Mhm. Mann, bist du hässlich. Ich hab dich noch nie so von vorne gesehen, aber du bist schon verdammt hässlich. Du bist aber schön. Ich mag dich. So, was haben wir da? Was ist das für ein Fragment? Oh, Moonpool-Fragment. Gleich mal wie ein Geier gescannt. Zwei Stück bräuchte man da noch. Ich glaube, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Dann nehmen wir unser Schiffchen mit und schwimmen so ein bisschen in die Richtung. Gucken wir mal, ob wir das noch alles finden. Wobei wir jetzt auch schon mittlerweile bei 21 Minuten sind. Insofern sage ich jetzt einfach mal ciao. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und tschüss.